Herr Steffinger, vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen hier beim Tutoringer Ventil. Sie sind Mitglied des Bundestags seit 2013. Mich würde interessieren, wie Sie die Koalitionsverhandlungen miterlebt haben und gesehen haben. Es ist natürlich immer sehr spannend, jede Partei versucht, ihre Ideen durchzubringen, aber ich kann sagen, dass es auf jeden Fall von großer Fairness auch geprägt war und ich denke, dass man ein sehr gutes Ergebnis rausverhandelt hat für beide Parteien. Sind Sie zufrieden damit, mit den Ergebnissen? Ich bin insgesamt sehr zufrieden, insbesondere auch was die Themen der CSU angeht, die sich alle wiederfinden. Für alle Themen, wo ich im Infostand gestanden bin, die befinden sich alle im Koalitionsvertrag und jetzt hoffen wir halt, dass die SPD-Mitglieder auch entsprechend entscheiden und dass es zu einer großen Koalition kommt. 2018 ist jetzt nicht nur das Jahr der Olympischen Winterspiele oder der Fußball-WM, wir haben ja am 14. Oktober hier die Landtagswahl. Welche GroKo-Erwartungen haben Sie für Bayern? Wäre das überhaupt möglich, SPD, CSU? Für die im Bayerischen Landtag, ja. Haben Sie. Ja. Also die CSU kämpft natürlich für ein sehr gutes Ergebnis in Bayern und alles andere muss man dann nach der Wahl sehen. Aber das Ziel der CSU ist natürlich immer, die Alleinregierung in Bayern stellen zu können. Sollte es zu irgendeiner Koalition kommen, wer wäre Ihr Wunschkandidat? Darüber werde ich mich jetzt hier nicht auslassen. Das wird man dann nach der Landtagswahl, wenn notwendig, klären müssen. Was sind die Schwerpunkte für die Landtagswahl? Auch wenn Sie jetzt Mitglied des Bundestags sind, aber was haben Sie speziell für Ihren Kreis? Irgendwelche Ziele? Ja, gut. Die Länderzuständigkeiten sind ja klar geregelt in der Bundesrepublik. Wir versuchen natürlich weiterhin Bayern an der Spitze zu halten, gerade was das ganze Thema Schule und Bildung angeht, was den ganzen Hochschulbereich angeht, dass wir hier weiterhin auch unsere Spitzenforscher auch in Bayern halten können, auch natürlich ein entsprechendes Umfeld auch schaffen für die Ansiedlung von Unternehmen, auch in den ländlichen Regionen, die dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen. Das ist gerade auch ein Thema, was die Städter immer mehr interessieren muss, dass man versucht, auch Arbeitsplätze aufs Land zu bekommen. Und hierfür ist die entsprechende Infrastruktur auch notwendig, wo der Bund auch die Unterstützung gibt. Nicht nur was das Internet angeht, sondern auch was die Verkehrswege angeht. Und da denke ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Unser aktueller Staatsminister Horst Seehofer wird Innenminister. Ist das richtig? Horst Seehofer ist Ministerpräsident. Glauben Sie, es ist richtig oder hätte man auch Joachim Herrmann den Posten geben können? Ich denke, dass beide da sehr, sehr gut geeignet sind für dieses Amt in Berlin. Und das Wichtige ist, dass das Innenministerium jetzt ein CSU-Haus ist, dass es ein aufgewertetes Ministerium ist mit den wichtigen Bereichen Bau beispielsweise ist ja mit dabei und auch der wichtige Bereich Heimat, der ja insbesondere auch zum Ziel hat, gleichwertige Lebensbedingungen in der ganzen Bundesrepublik zu bekommen. Der IS ist ja quasi besiegt, die Bundeswehr soll trotzdem noch im Irak bleiben. Ist es richtig und welche Auswirkungen könnte das für Deutschland speziell haben? Man darf immer nicht eines nur sehen, ein Themenbereich immer sehen, gerade wenn es auch um den Bereich der Bundeswehr geht. Es hängt gerade in der Region hängt sehr viel zusammen und von daher werden wir da auch die entsprechenden Weichen stellen und die richtigen Entscheidungen an Berlin treffen. Die CSU hat angekündigt, im Bundestag etwas aggressiver zu werden, böser zu werden, genau. Ist es eine Angriffsrichtung, eine Angriffsart Richtung AfD? Von der Ankündigung, die ist mir neu, dass wir jetzt aggressiver werden. Ich glaube nicht, dass Aggressivität ein Stil der CSU ist. Der Punkt ist, dass wir uns mit sachlichen Argumenten auseinandersetzen und hier auch gegen die Rechtspopulisten vorgehen. Dennis Yüksel wurde am Freitag aus der Türkei entlassen, aus der Gefangenschaft, ist dann zurück nach Deutschland gekommen. Wird sich die CSU dafür einsetzen, dass die Menschenrechte in der Türkei wieder besser gewahrt werden? Wir setzen uns grundsätzlich dafür ein, dass Menschenrechte gewahrt werden und jeder, der auch mit der Europäischen Union kooperiert, der hat natürlich auch die Verantwortung, hier auch die entsprechenden Rechte zu wahren. Wie schaut es aus mit den restlichen deutschen Journalisten in türkischer Gefangenschaft? Wird daran gearbeitet, dass auch die befreit werden und zurück nach Deutschland kommen? Die deutsche Diplomatie ist immer am Arbeiten und von daher, so wie man es bei Dennis Yücel jetzt geschafft hat, ist es dann auch in Arbeit auch für eventuell andere Gefangene, die in Gefängnissen weltweit sitzen. Die CSU, CDU hat immer mit der SPD in den letzten Jahren koaliert. Was sagen Sie denn zu dem ganzen Chaos aktuell in der CSU, in der SPD natürlich? Das ist eine parteiinterne Sache, da muss die SPD, denke ich, auch daran, da wieder Ordnung reinzubekommen und ich glaube, die sind da auf einem ganz guten Weg. Wo stehen Sie bei der Bundestagswahl 2021, wenn wir jetzt noch in die Glaskugel schauen? Sind Sie noch die stärkste Kraft oder glauben Sie, dass es die Partei wird, vor der sich die meisten fürchten?
Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Vor der SPD oder vor der CSU? Nee, wo Sie stehen bei der Bundestagswahl? Ich persönlich. Nein, die Union. Okay. Und ob die AfD dann eben gefährlich werden könnte. Wir arbeiten jeden Tag daran, dass wir die Bürgerinnen und Bürger von unserer Arbeit überzeugen, und das werden wir auch weiterhin so machen. Ich persönlich werde weiterhin hier für meinen Wahlkreis arbeiten, für meinen Wahlkreis kämpfen und vor allem auch versuchen, möglichst viel präsent zu sein, trotz aller Abwesenheiten, die natürlich das Amt mit sich bringt und die Notwendigkeiten, dass man in Berlin sein muss. Aber ich werde trotzdem versuchen, hier weiterhin direkt am Bürger zu sein, und das ist auch der Auftrag, den man als gewählter Volksvertreter hat. Dann danke ich Ihnen für die Zeit, wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Tuttering am Ventil und für die Zukunft. Vielen Dank. Alles Gute.